Diese Legende ist wie ein Traum geworden. Am Anfang des Dämonenzeitalters wurde der Drachenmeister in der Hölle wiedergeboren. Die Fuma-Brüder kämpften gegen ihn, aber es war ihnen nicht möglich, ihn zu besiegen. Und ihre Hadoukens wurden genommen. Die letzten Fuma schworen, die Hadoukens wiederzuerlangen. Ah, du bist einer dieser Fuma. Also gehe los und gehe den Teufel zum Kampf. Und somit hallihallo, liebe Leute, und willkommen zu meinem nächsten Let's Play. Wir spielen heute das Spiel fürs NES oder fürs Famicom, Getsu Fuma, denn ein Spiel, welches hierzulande nicht bekannt ist, dadurch, dass es hier offiziell nie erschien. Es erschien leider nur in Japan, aber es hat sich hier auch ein nettes Team rangewagt und eine nette Übersetzung gemacht. Ins Englische wohlbemerkt. Sprich, ich werde die Texte, die hier alle gesprochen werden, übersetzen müssen. Aber Leute, es geht los. In diesem Spiel werden wir jetzt nämlich die Figur Fuma spielen. Und starten auch direkt mit einem neuen Spiel. Also auf geht's bei diesem Klassiker von Konami aus dem Hause, aus dem Jahr 87, meinem Geburtsjahr. So, dann holen wir uns auch unsere Hadoukens wieder, welches in diesem Fall die Wellenschwerter sind, wie es hier übersetzt wird eigentlich. Ja, auf jeden Fall spielen wir hier Fuma auf so einer Oberweltperspektive, wie man es aus Zelda 2 kennen dürfte. Und jetzt können wir hier auf jeden Fall frei rumlaufen. Ja, wir können hier auf dieser Weltkarte noch nicht allzu viel aus der Pause drücken und sehen halt sämtliche Sachen, die wir eingesammelt haben. Bisher habe ich noch nichts, aber es kommt im Laufe der Zeit. Eine Anmerkung zu diesem Spiel. Dieses Spiel wird wahrscheinlich größtenteils blind sein. Ich habe zwar schon zu einem Teil gespielt, aber noch nicht allzu weit. Also ich weiß zwar schon ein bisschen, was auf mich zukommen wird, aber im späteren Verlauf, ich weiß noch nicht mal, wie lang das Spiel ist. Weiß ich nicht, was auf mich zukommt. Ich werde auch ab dem Zeitpunkt sagen, wenn es wirklich vollkommen blind ist, wo ich dann absolut gar nicht mehr weiß, was auf mich zukommt. Ich werde euch gleich ein bisschen auf dieses Spiel näher einbringen. Erstmal spricht diese alte Dame zu uns. Ha! Willkommen in der Hölle! Du bist derjenige, der den Drachen besiegt und der Familie die großen Tatung jetzt wiederbringen willst. Nun geh und kämpfe! Werde ich machen. Nein, manchmal geben die hier in diesen Häusern nur Hinweisen, aber es gibt auch Shops teilweise da zu finden. Okay, wenn wir jetzt auf dieses Teil hier zugehen, landen wir in einen 2D-Abschnitt. Yay! Und jetzt können wir richtig spielen, Leute. Das hier ist Fuma in seiner 2D-Perspektive. Für diejenigen, die Castlevania Harmony of Despair gespielt haben und diesen Charakter runtergeladen haben, gibt es ja als DLC-Charakter. Wenn ihr ihn vielleicht von diesem Aussehen her kennen, jetzt muss ich auf jeden Fall versuchen, mit meinem Schwert hier, was ich habe, Gegner niederzumetzeln und Seelen zu sammeln. Diese Seelen, die wir hier sammeln können, geben auf jeden Fall Energie wieder. Und diese Geldbeutel, ja, dazu brauche ich nicht viel sagen, oder? Ja, auf jeden Fall müssen wir versuchen, diese Gegner mit diesem Schwert niederzumetzeln. Damit wir ihnen dementsprechend Seelen oder Geld kriegen. Geld brauchen wir auf jeden Fall, um später Sachen zu kaufen. Wer hätte es gedacht? Und diese Seelen sind auf jeden Fall für Lebensenergie. Gut, okay. Und diese Gegner sind alle sehr lästig. Aber ich finde schon genial, dass Konami so ein Spiel rausgebracht hat damals. Es ist halt nur schade, dass es halt nur komplett in Japan gehalten ist. Selbst für Virtual Console haben die es nicht mal außerhalb Japans gebracht. Wahrscheinlich dachten die sich auch, das werden die Europäer oder die Amis nicht durchspielen können, weil zu viel Text hat. Naja, das bisschen Text hätte man eigentlich locker auch schaffen können. Man könnte dieses Spiel höchstwahrscheinlich auch ohne japanische Kenntnisse durchspielen. So, aber Konami hält das wahrscheinlich nicht für so toll. Ich meine, die haben Getsu Fuma sogar, ja, bei Castlevania Harmony of Despair rausgebracht. Als DLC-Charakter. Warum nicht auch endlich mal das Spiel? So, komm her. Na, okay, du willst nicht. Dann muss ich eben Vorteil auf dich zukommen. Dann gibst du mir wenigstens Seelen. Gib mir Seelen. Ich erinnere mich gerade an Nightmare aus Soul Calibur. Wie auch immer. So. Wenigstens gibt es gerade viel Seelen. Hier gibt es auf jeden Fall sehr viele schöne Gegner. Wir befinden uns auf jeden Fall, ja, man könnte sagen, auf dem Weg zur Hölle. Wo wir auf jeden Fall den Drachenmeister besiegen müssen als Getsu Fuma, um halt die Hadouken-Schwerter, wie wir sie an der Anfangsstory erfahren haben, wiederzuholen. Und müssen halt teilweise solche 2D-Abschnitte bewältigen. Es kommt aber noch viel interessanter. Diese 2D-Abschnitte sind nicht das Einzige, was das Spiel bietet. So viel, wie ich schon gespielt habe. Und ja, da kann ich euch schon mal sagen, es wird noch richtig interessant. Was ich auch sehr geil an diesem Spiel finde. Die haben hier so viele geniale Ideen eingebaut. Ich könnte Konami dafür knutschen.
Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das einfach nur klasse. So, jetzt haben wir auf jeden Fall diesen Abschnitt geschafft. Und jetzt sind wir wieder auf dieser Oberwelt. Jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, hier auch verschiedene Wege zu gehen. Ich weiß gerade nicht, welchen ich gehen muss und welchen ich gehen kann. Ich versuche erstmal oben. Würde ich mal sagen. Versuchen wir es einfach mal. Schauen wir mal, was wir hier haben. Okay, gleich ein Peitschentypen. Da drüben ist etwas. Genau das Ding kann ich mich auch noch erinnern. Das ist so eine Handtrommel. Da komme ich aber noch nicht dran. Da brauche ich erstmal was für. Das kriegen wir ja später. Ja, so viel habe ich auf jeden Fall schon gespielt, dass ich diese Handtrommel auch mal ergattert habe. Aber das ist ja auch noch recht einfach zu kriegen. Ich werde auf jeden Fall hier alles, was ich hier aufnehme, auch in dieser Aufnahme drin lassen. Sprich, alle Geheimnisse möglichst ergründen, die man in diesem Spiel ergründen kann. Alle Gegenstände sammeln, wenn ich sie alle kriege. Was allerdings teilweise wahrscheinlich nicht leicht wird. Speziell, wenn es zu dem Zeitpunkt kommt, wo ich nicht mehr weiß, was auf mich zukommt. Und so weiter. So, jetzt will ich aber mal dieses Glas hier aufsammeln. Ihr seht da oben jetzt auf jeden Fall in der Leiste Defense und Attack. Defense sind auf jeden Fall Gegenstände, die zur Verteidigung dienen, sprich Lebenstränke wie jetzt den ich habe. Ich glaube, wenn ich jetzt Select drücke oder so, dann setze ich den auf jeden Fall ein. Damit würde sich jetzt meine Lebensanzeige wieder auffüllen. Das mache ich jetzt aber nicht. Scheiße, das geht nur auf die Oberwelt mit diesem Gegenstandsmenü. Okay, dann lassen wir es so. Dann lasse ich erstmal diesen Trank ausgerüstet. Ich glaube, ich kann es sowieso nicht umändern. Solange ich noch nichts anderes habe. Wie diesen Trank einsetzen, das muss ich erst nochmal herausfinden. Das ist nämlich schon ein Weilchen her, dass ich es mal gespielt habe. Eieiei. Also, haargenau wie jetzt die Steuerung war, weiß ich jetzt nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall, das war mit Get-to-Move auf jeden Fall mit A springen und mit B schlagen. Ja, im Prinzip eine einfache Steuerung, wie man es aus den NES-Spielen kennt. Wow. Natürlich wird dieses Spiel auch wieder in 15 Minuten Part hochgeladen. Wenn ich dementsprechend nicht vergesse, auf die Uhr zu gucken. Okay. So, dann können wir hier jetzt auf jeden Fall gemütlich weiter. Diese Welt ist auf jeden Fall sehr groß. Also, die Weltkarte ist auf jeden Fall sehr interessant gemacht. So, haben wir jetzt ein Land. Ja, du hast ein merkwürdiges Schwert. Ich habe so eins in der südlichen Höhle gesehen. In der südlichen Höhle, okay. So, jetzt muss ich erstmal gucken, genau. Na gut, kann ich nicht umwechseln. Na gut. Dann belassen wir erstmal den Trank. Für alle Fälle. Falls ich ihn brauche, werde ich ihn auch einsetzen. So, hey. Und die Gegner werden hier teilweise richtig fies, aber was ich auch noch anmerken kann, also ich glaube, es werden zwar nicht viele sein, aber diejenigen, die meinen YY World 2 Let's Play gesehen haben, wissen auch, dass es dort ja auch den Charakter Getsufuma denn zum Spielen gibt. Mann, also er hat auf jeden Fall schon viele Cameo-Auftritte bekommen, aber hauptsächlich aus auf Japan-Only-Spiele. Ach, Mann. Und ja, bei YY World 2 ist es ja so, dass er auch eine eigene Stage hat, die ja auch an dieses Spiel anlehnt. Ich wusste zu dem Zeitpunkt allerdings nicht, dass das an dieses Spiel angelehnt ist, dadurch, dass ich dieses Spiel vorher noch nicht kannte. Wo ich das Let's Play zu YY World 2 gemacht habe. So, jetzt kommen fliegende Pilze, yay, lass mich größer werden, wie Super Mario. Leider funktioniert das nicht, die Pilze sind hier böse und sogar frische hier. Ich bin gleich tot. Ja, ich hau hier am besten ab. So, gut, ich habe den Abschnitt überstanden. Ich sollte, glaube ich... Ich habe meinen Trank schon verbraucht, okay. Dann wird der Trank wohl aufgebraucht, wenn die Energie auf Null ist. Na toll. Auf diesen Inseln wirst du Geschäfte mit neuen Waffen finden. Na, leider noch nicht hier. Aber ich glaube, diese Geschäfte sind diese Gebäude da oben, wie ihr den da jetzt seht, dieses pinke Gebäude da. Ich meine, das sind Geschäfte. Und diese pinken Steine hier... Das sind auf jeden Fall nur Hinweishäuser. So, okay. Wechseln kann ich ja nichts. Ich bin jetzt am Arsch, um es krass auszudrücken. Aber wir haben auf jeden Fall drei Leben. Wie man auch da sehen kann. Und wir können das Spiel auch jederzeit fortsetzen. Das Spiel hat ja eine Passwortfunktion. Keine Batteriespeicher. Ich meine, das war Passwort. Was in dem Fall auch ziemlich genial ist. Sprich, wenn man sich das Menü importiert, was ich in dem Fall ja auch gemacht habe, für mein japanisches Famicom. Dann kann man das auf jeden Fall auch jederzeit fortsetzen. Ich bin gleich wirklich tot. Ich brauche Seelen. Und diese Typen erinnern mich an die Axtwerfer aus Castlevania. Okay, scheiß drauf. Ich bin tot. Okay, mein erstes Leben verbraten. Egal. Oh, Mann. So, jetzt... Oh, ja, du wirfst deine Äxte beschissen als die Axtwerfer aus Castlevania. Aber wenigstens ziehst du nicht so viel ab. So, Seelen. Ich wollte gerade sagen, trifft er mich noch... egal.
So, du gibst nur Geld und du willst mich mit Experten. Soll mir recht sein, ich gehe hier unten lang. Glaube ich, nein, nicht, ich merke gerade das Giftwasser. Scheiße. Weg hier. Oh nein. Lass mich in Ruhe. Okay, so, sehr schön. Wir haben Geld. Wir haben Seelen und wir haben Äxte. Oh, jetzt muss ich die nur richtig ruhig stehen, Mann. Das wird jetzt so lang und ich treffe dich, okay? Na also. Wunderbar, wir können weiter. Wir können weiter und diese Köpfe sind wenigstens angenehmer zu besiegen. Die schwirren zwar lästig rum wie die Medusenköpfe aus Castlevania, aber nicht ganz so schlimm. Okay. Komm schon, Getsu. Fuma bist du. Nicht Getsu Fuma. Das Spiel würde übrigens übersetzt so viel heißen wie die Legende von Getsu Fuma. Also sprich, man würde wahrscheinlich Getsu Fuma spielen, eines der Fuma-Brüder. Würde zumindest Sinn ergeben. Meine Güte, jetzt bist du lästig. Aber die Melodien hier in diesem Spiel sind auch schon richtig klasse. Ich mag diese altjapanischen Melodien und so. Also vor allem die Instrumente, die sie hier benutzen, ist klasse. Jetzt habe ich hier so viele Wege Auswahl. Ich glaube, wenn ich jetzt hier oben lang gehe, komme ich zum Laden, oder? Das ist so ein langer Weg. Wobei, was haben wir hier? Schauen wir mal rein. Willst du was kaufen? Okay, jetzt kann ich mir auf jeden Fall... Toll. Ich kann mir nur eine Sache kaufen. Ich würde sagen, das Lebenstrank lasse ich erstmal. Ich nehme erstmal die anderen Sachen mit. Ich würde mal sagen, ich nehme mal das Hemd mit. Gut. Möchtest du noch etwas? Nee, mehr Geld habe ich gerade nicht. Ich habe nur noch 59 GP. Wie die Währung in diesem Spiel ist, weiß ich leider nicht. Das ist für einen Angriff? Okay, interessant. Wie gesagt, ich weiß es nicht mehr alles genau, deswegen... ich habe schon mal, wie gesagt, bis zu einem gewissen Punkt, bis das Spiel anders wird, um es mal so vorwegzunehmen, habe ich schon mal gespielt. Aber da bin ich dann nicht weitergekommen, weshalb ich das erstmal aufgegeben habe und mir gedacht habe, ich werde es auf jeden Fall noch als Let's Play machen, dann mache ich das da zu Ende. Um euch das Spiel auf jeden Fall auch noch näher zu bringen und damit es ein bisschen spannender bleibt. Moment, hier ist noch diese Sackgasse, da komme ich glaube ich noch nicht durch. Wollen wir erstmal schauen, was hier oben ist, oder? Nee, Moment. Ja doch, ich würde mal sagen, ich gehe hier durch. So, dann wollen wir mal schauen. Sonst will ich erstmal gucken, was passiert, wenn ich Select drücke. Passiert nichts. Irgendwie muss ich, obwohl... Ich bin gerade echt am überlegen, wie das jetzt nochmal für den Angriff war. Irgendwie kann man das doch auf jeden Fall auch ausrüsten. Moment, muss ich Pause drücken? War es nicht so? Genau. Okay. Und jetzt bin ich stärker? Okay. Na, was war das denn? Oh, schon vorbei? Halt das Ding überhaupt noch? Ne, ich hab's nur einmal, na toll. Okay, das währt nicht ewig. Aber es hat jetzt wohl wahrscheinlich irgendwas mit dem Angriff gemacht. Mich wahrscheinlich gestärkt oder so. Auf jeden Fall, wenn wir dann Start drücken und dann B oder A. Genau, A ist für Verteidigung und B ist für Angriff. Also den Trank habe ich noch, sehr gut. Ich habe ihn jetzt aber nicht eingesetzt, ne gut. Sehr schön, da habe ich nochmal Glück gehabt. Nee, der muss ausgerüstet sein. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das durch dieses YouTube-Link, was jetzt ja richtig beschissen ist, überhaupt sehen konntet. Also wenn ich jetzt hier A drücke, dann sieht man auf jeden Fall den Trank blinken. Weiß jetzt nicht, wenn ihr den jetzt nicht seht, dann bedankt euch bei YouTube, weil das wird ja nicht mehr so toll dargestellt. Scheiße. Okay, jetzt habe ich ihn eingesetzt. Egal, muss ich mir einen neuen kaufen, wenn ich genug Geld kriege? Ah, scheiße. Na, was soll's. Habe ich leider gar nichts mehr in meinem Inventar. Wer braucht das schon? Ich komme auch so hier noch durch. Haben wir noch zwei Leben, um das hier zu schaffen. Wenn diese Viecher nicht so lästig sind. Also gut, auf geht's. So, komm Fröschlein. Ich kriege deine Seele. Okay, komm her. Mann, warum kommen denn so viele? Okay, ich lasse dich in Ruhe. Scheiß drauf, ich will weiterkommen. Das kann das doch ewig dauern. Okay, haben wir diesen Abschnitt geschafft und dann kommen wir hier zu der nächsten Dame. Oh ne, mir kommt so ein Skelett. Du möchtest, durchkommen, oder? Dann bekämpfe mich. Okay, wir dürfen hier sogar so eine Art Zwischenbosse bekämpfen. Wirst du tun? Ich würde sagen, ich gönne mir jetzt mal den Spaß, ich hätte diesen Trank gebrauchen können. Gut, Leute, versuchen wir es einfach mal. Dieses eine Leben, wir müssen den jetzt bekämpfen. Und es ist nicht gerade einfach. Wobei dieser Boss eigentlich noch geht. Oh, scheiße. Ich muss nur gucken, wie ich den jetzt am besten nochmal angehe. Der springt ein bisschen scheiße. Ah, und er schießt. Scheiße. Okay, ich glaube, diese Runde geht an ihn. Na komm schon. Wie viele Treffer?
Okay, ich verschwinde. Auch gut. Wisst ihr was, Leute? Ich würde sagen, ich hebe mir diesen Zwischenpass fürs nächste Video mal auf. Deswegen würde ich sagen, verabschiede ich mich in dieser Folge. Ich hoffe, dieses Let's Play kommt gut bei euch an. Das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel. Und wir werden das auf jeden Fall gemeinsam durchspielen. Mal schauen, was uns für Gefahren in diesem Spiel noch erwarten werden. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dann, auf Wiedersehen, liebe Leute.